Hallo Leute und willkommen zurück zu Terraria. Wir hatten in der letzten Folge ja schon angefangen, hier ein paar Ressourcen zu sammeln, und da heißen Eisenbarren und Kupferbarren, und hatten bei unserer tollen Höhlentour hier so. Wartet, bevor ich runtergehe, will ich noch eine Sache schnell machen. Ich will einen dieser tollen Tränke mitnehmen, weil ich am Schluss eh keine Lust haben werde, wieder hochzulaufen. Also nehmen wir eine von diesen tollen Weakle Potions mit. Könnte uns auch unter Umständen im Notfall retten. So, wir hatten ja beim letzten Mal dieses Ding da gefunden, von dem wir nicht wussten, was es ist. Es ist wirklich ein Altar. Da kann man irgendein Shit tolle Sachen drauf craften, die wir allerdings alle noch nicht haben. Also von dem her bringt ihr uns rein gar nichts. Einfach gar nichts. Und jo, trotzdem finde ich das ganz toll, dass wir das jetzt gefunden haben. Weil damit habe ich jetzt irgendwie schon mehr Tolles erreicht als in meiner ganzen Terraria-Spielzeit zusammen. Und rechts von uns ist wieder eine Höhle. Wer sich jetzt fragt, was wir machen, wir werden einfach wie beim letzten Mal schon Ressourcen sammeln, weil das ist, glaube ich, ziemlich wichtig für den Anfang. Aha, da ist eine... Oh, da oben ist ein Lebenskristall. Der ist nicht so schlecht. Damit können wir uns Leben nämlich um 20 HP steigern. So. Bauen wir uns da doch mal einen schnieken Weg hoch. So. Da oben war schon ein kleines Monster. So. Da haben wir einen kleinen Lebenskristall. Ah, keine Ahnung, was das für ein Monster ist. Ich tue jetzt einfach mal, als hätte ich es erkannt. Aha, aha, aha. Den lösen wir gleich mal ein. Kriegen 20 Leben mehr, wie man sieht. Da ist ganz viel Kupfer. Wie konnte ich das übersehen? Das wäre ja tödlich. So, das ist wirklich nicht so wenig. Das ist eine große Quelle, wie es aussieht. Eine große Ader, wie man so sagt. Bei uns Goldschöpfern. Boah, das ist echt viel, das ist geil. Weil aus drei Kupfererz kann man ja einen Kupferbarren machen. Und wir brauchen so ungefähr sehr viele Kupferbarren, um eine komplette Kupferrüstung zu machen. Danach wollen wir eine komplette Eisenrüstung haben. Also wir werden noch ein wenig am Farmen sein. Aber ich glaube, das ist auch normal bei Terraria. Bald kommen dann auch ganz böse Monster wieder. Letzte Folge sind wir sehr überzeugendermaßen schon zum ersten Mal gestorben. Gut, das wollte ich eigentlich verhindern, dass diese Fackel ausgeht. Habe ich gut geschafft. Auf jeden Fall, da unten ist wieder Kupfer und hier links ist Eisen. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt reinfallen. Gut. Dann bauen wir mal dieses Eisen ab. Da unten, diesen Helm, der wäre eigentlich ganz geil, deswegen will ich diesen Zombie da gleich mal killen. Durch diesen Helm braucht man nämlich keine Fackel mehr. Wie ihr vielleicht seht, leuchtet dieser Zombie seinen Weg einfach aus. Das ist ganz toll, weil er einen super tollen Helm auf hat. Und diesen Helm möchte ich auch haben. Deswegen möchte ich den Zombie töten, damit diese Möglichkeit besteht, dass dieser Zombie diesen super tollen Helm fallen lässt. Das wäre ja ganz toll. Der Minenarbeiterhelm oder so ein Scheiß. Und der wäre, glaube ich, echt nicht so ungeil. So. Hier noch zum Schluss runterbauen. Hier ist noch ein schicken Green Mushroom Snacken. Da unten ist auch noch ein bisschen so eine. So, wieder das übliche Terraria. Macht man dem mit dem eigentlich mehr Schaden? Jo. Mori würde ich sagen, schon mehr Schaden. Kann ich besser mit Spam. Oh. Der macht aber ordentlich Damage. Ein Sechstel unseres Lebens hat er uns einfach mal gezogen. Hat er gedroppt? Na? Ne? Nö. So, wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Hätte er uns diesen ganz dollen Helm gedroppt. Jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwo wieder hochkommen.
Boah, kleiner Ruckler. Warum komme ich da nicht hoch? Geht doch. Weil da hinten war ja noch ganz viel Eisenerz. Nicht Eisen. Es war Kupfer. Da oben nämlich. So. So, dann hauen wir uns hier mal rein und snacken uns mal dieses bisschen Kupfererz. Weil Kupfererz, wie schon gesagt, davon brauchen wir noch einiges. Das wird da nicht so schnell getan sein. So, jetzt springen wir hier hoch. Sehen wir da etwas? Ich würde gerne eine Fackel platzieren. Bin ich aber zu blöd für, deswegen gehe ich einfach weiter. Bin ich zu blöd? Bist du zu dumm? Das ist mein Motto. Nach dem lebe ich. Ich würde gerne. Da unten sehe ich wieder etwas leuchten. Leuchten ist immer gut, das heißt, da ist irgendwas. So, rechts von uns ist auch eine Höhle. Vielleicht grabe ich mich einfach mal in die rein. Der Höhle mal Hallo sagen. Ja, hallo Höhle, wie geht's dir? Allerdings möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt runterfallen. Deswegen graben wir uns hier mal so richtig sneaky mit Dreckblöcken rüber. Sowas ist auch sehr realistisch, würde ich auch euch empfehlen, wenn ihr mal in dieser Situation, da ist eine Druckplatte und eine Pfeilfalle. Na, da habe ich mich aber selbst übertroffen. Was sollte die Pfeilfalle beschützen, frage ich mich gerade. Hier ist, da oben ist noch ein Herz und Kupfer. Das ist doch mal richtig cool. So, dann killen wir jetzt auch nochmal diese sneaky Blauqualle. Was war das? Boah, Alter, ich habe mich richtig erschrocken. Was war das? Warum sind wir gerade gestorben? Oh toll, jetzt haben wir ein beschämendes Schwert. Ja, supi. Wie soll denn wir jetzt was reißen? Ey, ich komme, um ehrlich zu sein, gerade nicht wirklich drauf klar. Jetzt kriegen wir auch noch Fallschaden. Also hoffen wir mal, dass was auch immer uns da gerade getötet hat, jetzt nicht mehr da ist. Weil so geil fand ich das gar nicht mal. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne eine Fackel haben. Habe ich Fackeln? Jetzt sollte ich Fackeln haben. So, schnell mal eine Fackel ausrüsten. Wir haben auch Rubine oder so. Ich würde hier gerne mal irgendwo eine Fackel hinsetzen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich sehe einfach gar nichts. Da. Da unten ist mein Grab. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, was uns da getötet hat. Okay. Das hat mir jetzt ein wenig Angst gemacht. Da oben ist noch ein Rubin oder so ein Scheiß. Ein Smaragd. So, warte mal. Puh, ganz ruhig. Runterkommen. Hui. Das war jetzt gerade ein wenig angsthaberisch. Wir haben eine Kupferaxt und eine Kupferaxt, die können wir löschen. Den Speer will ich behalten. Das Beschämende können wir löschen. Kupferspitzhacke, hier haben wir eine Wendige plus 4 Tempo. Dann behalten wir mal die Wendige. Oh nein, gar nicht gut, so ein Scheißwurm. So, ich will aber einmal ganz schnell mich erstmal zu Ende ausrüsten. Wie sieht es mit meinem Atem aus? Haben wir noch genug? Gut. So, den sollten wir aber eigentlich schaffen. Ich
glaube, ich mache das mal so, mit dem sollte ich den ganz gut treffen können. Ups. Aber der macht... Der ist einfach so ein nerviger Gegner. Das ist zwei. Ich glaube, das sind sogar zwei. Ja, das sind zwei. Ist natürlich perfekt. Weil man ihn einfach nur so selten trifft. Das ist einfach ein richtig nerviger Gegner. Und ich würde einfach immer noch gern wissen, was mich da gerade eben getötet hat. Ach, schon wieder. Puh. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einfach erstmal weiter, weil ich keine Lust habe, den Bruder da zu töten. So, wir werden mal den frommen Boomerang ausgerüstet lassen. Kriegen da auf jeden Fall mal ein paar Kupfermünzen und haben den ersten gekillt. Da unten ist wieder so ein Zombie mit geilem Helm. Aber den habe ich jetzt erstmal keine Lust zu killen. Schon. Jawohl, der ist auch down. Gut. Oh, das hat richtig Zeit gekostet, dieser Tod, und ich weiß echt nicht warum. Das macht mich ein wenig traurig. Hier, hier. So, ich würde sagen, den Kopfer-Stuff hier hole ich mir noch. Ach ja, da oben war ja auch noch ein Herz. Richtig gut auf jeden Fall. Weil Herz ins Update sind auch immer ganz toll. Hier, hier. So. Den Lebenskristall lösen wir auch sofort ein. Und dann holen wir uns das Kupfer. Und ich würde sagen, wie lange nehme ich jetzt gerade auf? Muss ich einmal ganz schnell gucken. Ah, 12 Minuten nicht mal. Da geht also noch was. Dann graben wir uns mal weiter runter zu dem Bruder da unten. Mal gucken, ob der es für nötig hält. Oh, ein riesen Slime auf jeden Fall mal. Übertreib mal bitte nicht. Ich glaube, so ein Ding könnte uns auch eben getötet haben. Was mich so wundert ist, wir waren ja einfach instant tot. Wir haben ja nicht mal ein bisschen Schaden bekommen. Wir waren einfach sofort tot. Sowas macht mir auch richtig traurig. Ich meine, warum tut man sowas? Hätte man nicht mal sagen können, ja, hallo, ich bin der böse Schleim, möchte dich jetzt töten oder weiß ich nicht, was es war. Da unten ist wieder irgendwas von diesem leuchtenden Erz. Ich fand richtig krass. Ich frage mich schon, was es damit auf sich hat. Kann man bestimmt auch irgendwann mal abbauen. Also, natürlich kann man das irgendwann abbauen. Da unten sehe ich, glaube ich, auch Gold. Oder es ist Kupfer, was einfach nur dadurch, dass diese Qualle so komisch strahlt, so komisch aussieht. Könnte aber auch Gold sein, weiß ich nicht genau. So, und auf jeden Fall werde ich mir jetzt mal hier so ein kleines Loch bauen. Um mit meinem Boomerang zu spammen. Lalalalalili. So, das klappt ja eigentlich ganz gut. Damit sollten die beiden kein Problem sein. Lalalala. Ist auf jeden Fall sehr interessantes Gameplay. Also, das muss ich doch unter Umständen. Ja, doch. So, können wir jetzt mal verrecken. Danke. Boah, ich habe mich richtig erschrocken, weil es auf einmal so dunkel wurde. Oh mein Gott. Wieder heftig durchgescrollt. Ich hasse das, dass ich nicht... Wie heißt es denn? Ich habe gerade echt den Namen vergessen. Das fuckt mich noch. Oh, Leute. Da war einfach eine Falle. Welche Logik ist denn? Da ist nichts. Warum ist dann, wenn dann... Hä? Hä? Ich komme nicht drauf klar, dass wenn da nichts ist... Wenn da nichts ist, warum ist dann da eine Falle? Ich verstehe das. Ich verstehe das ehrlich nicht. Nee. Ich verstehe das nicht. Jetzt kann ich hier wieder schnell runter... Hier kriege ich jetzt wieder Fallschaden, bis zum geht nicht mehr. Yeah, nochmal 10. Richtig gut auf jeden Fall. Und nochmal ein richtig gutes Ende. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich nochmal. Wo sind die Fackeln?
Ja, bestimmt, bestimmt. Jetzt kommt hier auch noch so ein scheiß Zombie an, ohne dass ich irgendeine Rüstung anhabe. Bestimmt. Du Kack-Zombie. Du Kack-Zombie. Geh bitte sterben. Ja, mach mir 20 Schaden, du Scheißteil, Alter. Geh dahin, wo du hergekommen bist. Allein, dass du ein Schwert auf dem Kopf hast. Anstelle, dass du dunzen, dann wäre ich jetzt zuvor tut. Nein. Du setzt es dir auf den Kopf. Ja, hier. Geh verrecken, Alter. So. Wo sind denn jetzt meine Scheißfackeln da? Ey, es macht nichts Sinn. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Warum macht dann ihm nichts eine Falle? Aber gut. Aber gut. Wie dem auch sei. Das reicht für diese Folge wieder. Ich muss jetzt mal runterkommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn wir, glaube ich, wieder 5-mal gestorben sind oder so. Ich sag ja schon, ich werde etwas öfter sterben. Aber gut, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt hier ausloggen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und ciao.